morgen aus Anchorage, Utah. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Salt Lake City. 3,5 bis 4 Stunden Fahrt. Wir waren gestern noch im Zion National Park. Die zwei Wanderungen, die eigentlich dort interessant sind, die waren wirklich überlaufen. Also es hat uns nicht ganz so viel Spaß gemacht, wie erhofft. Ja, deswegen haben wir da auch nicht viel aufgenommen. Der Elan hat irgendwie gefehlt. Jetzt haben wir uns aber ausgeruht hier in dem Motel. Und jetzt geht es weiter nach Salt Lake City für 3-4 Tage. Dann haben wir mal eine Pause von den National Parks. Und dann können wir nochmal den Akku aufladen für die nächsten. Hallo von Antelope Island. Das ist eine Insel im Crater Salt Lake bei Salt Lake City. Das ist ein State Park. Den wollten wir uns unbedingt ansehen, weil es hier frei lebende Bisons gibt. Wir haben uns eben mal informiert und zwar sind die 1893, wurden hier 12 Tiere ausgesetzt und mittlerweile sind es da ein paar hundert. Wir sind jetzt schon den dritten Tag in Salt Lake City, haben aber die letzten zwei Tage eher so ein bisschen entspannt, nochmal Kräfte gesammelt, weil jetzt stehen ja noch ein paar Nationalparks bei uns auf dem Programm und heute das wird eher ein entspannter Ausflug auf einer Insel. Kann man schon die ersten sehen. Wir haben jetzt mal was gegessen. Hier gibt es überall schöne Picknickmöglichkeiten. Hier sieht es eigentlich aus so ein bisschen wie an der Nordsee. Erinnert mich an Holland. Wir sind jetzt an dem Buffalo Point. Den einen oder anderen Bison haben wir auch schon gesehen. Von hier oben sieht man auch zwei Stück. Aber die werde ich mit der Kamera nicht eingefangen kriegen. Wir gehen jetzt mal den Buffalo Point Trail. Das ist ein kleines Stück hier hoch. 1,2 Kilometer insgesamt. Heute ist die Luftqualität aber ziemlich schlecht. Es ist richtig, richtig trüb. Und deswegen machen wir heute keine großen Wanderungen, weil es einfach ungesund ist. Und hier geht es jetzt noch hoch, das letzte Stück. Wir haben es geschafft auf dem Buffalo Point. Hier hat man einen guten Ausblick. Aber hier gibt es noch keine Buffalos zu sehen. Aber die Luft ist heute wirklich... Deswegen werden wir auch gleich den Rückweg antreten. Und dann fahren wir mal die Ostseite von der Insel ab. Da soll man auch noch ein paar Bisons zu sehen kriegen. Unser Abreisetag in Salt Lake City. Wir haben ja heute die große Fahrt vor uns. 8-9 Stunden geht die quer durch Nevada. Wir wollten aber noch unsere Unterkunft hier zeigen. Das war unser erstes Airbnb auf dem Roadtrip. Wir haben hier 3 Übernachtungen gehabt. Eigentlich hatten wir gehofft oder wir dachten, dass wir hier Mitbewohner antreffen, aber wir waren komplett alleine. Auch nicht schlecht. Aber wir machen jetzt mal die Roomtour. Das hier ist der Innenhof. Einige Stockwerke. Das ist unser Zimmer gewesen.
unser Apartment, sorry. Kommt mal rein. Kochinsel, Küche. Großen Kühlschrank. Gasherd, riesen Mikrowelle. Couch, Sitzsack. Wir hatten sogar einen Balkon, den haben wir aber nicht benutzt, also es war viel zu warm. Smart TV. Und dann hat man hier Zimmer. Eins, zwei. Wir wissen nicht, wie die von innen aussehen. Weil wir hatten nur Zugang zu diesem hier. Ja, das ist mit Kleiderschrank. Also ganz minimalistisch, aber es gab sogar einen kleinen Fernseher. Und zu unserer Buchung gehört auch das Bad. Ja. Dusche. Alles war sehr sauber und hat uns 50 Euro die Nacht gekostet. Ja, das war ein super Preis. Also wir sind jetzt gerade am Wochenende hier und große Städte in den USA am Wochenende ist immer sehr teuer eigentlich. Deswegen haben wir auch mal bei Airbnb geguckt. Sonst war bisher Airbnb immer teurer, noch als Hotels. Wir hatten jetzt ein riesen Apartment für 150 Euro für 3 Nächte. Wir waren echt happy hier. Wir sind jetzt auf den Salt Flats in Bonneville. Das lag auf unserer Strecke. Und wir sind mit dem Auto hier auf diesen Salzflächen. Hier finden wohl auch Autorennen statt ab und zu. Alles schneeweiß.